Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo. Und es war so, ich habe heute um 11 oder 12 war ich zum letzten Mal am PC, und als ich gerade eben heimgekommen bin, habe ich gesehen, wir haben ja 1700, und zwar exakt 1700 Abonnenten. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bei euch bedanken. Und noch was, ihr habt schon gehört, ich war weg. Ich habe außerdem mein PC nicht runtergefahren und hatte demnach, ja, so um die 10, 15 Skype-Nachrichten und keine Ahnung, wie viele Nachrichten in Steam. Deswegen für alle Leute, die mir geschrieben haben und ich nicht geantwortet habe, tut mir leid. Ich war nicht da und habe vergessen, eben mein PC runterzufahren, beziehungsweise ich habe ihn runtergefahren. Eigentlich, aber hat er halt nicht. Ihr wisst, Windows ist halt, ja, Windows. Naja, dann, darum ging es eigentlich nicht. Also erstmal vielen Dank für 1700 Abonnenten, und übrigens, sagen wir mal, als Special, weil es gibt ja kein Special, habe ich ja heute, um genau zu sein, vor 44 Minuten den ersten Part meines neuen Rome Let's Plays hochgeladen. Und zwar habe ich mit den königlichen Skythen gespielt. Das ist zumindest Part 1. Part 2 werde ich morgen wahrscheinlich aufnehmen. Und ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weil es halt leider kein, ja, Abo-Special gibt. Das gibt es dann eben wieder bei 2000 Abonnenten. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, was man vielleicht sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen diese Woche zumindest ein bisschen viel Battlefield 4. Und es gab ja Gerüchte, dass morgen DayZ rauskommt. Leider wurde das dann wieder gecancelt, mal als Fake abgestempelt. Aber sie haben geschrieben, ich habe einen Screenshot davon gemacht, aber um den jetzt rauszusuchen, würde eine Weile dauern. Auf jeden Fall von wegen, dass das Developer-Team sich gerade auf den Launch von dem Spiel vorbereitet. Und das haben die wirklich gesagt, das ist kein Fake. Deswegen, ich hoffe, dass es diese Woche noch rauskommt. Da werden da ein paar Videos kommen, aber dazu werde ich noch extra Infovideos machen. Es geht in diesem Video jetzt speziell nur um die 1700 Abonnenten. Hat ausnahmsweise mal eine Weile gedauert. Also ich meine, normalerweise haben wir einen 100er Schritt in 2, 3 Wochen. Jetzt waren es halt 5 Wochen, weil der werte Herr Yannick halt nicht so viele Videos gemacht hat. Ich auch nicht, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber das ändert sich ja jetzt, zumindest bis die Prüfung 2000, also Anfang 2014 anfangen. Auf jeden Fall werden jetzt mehr Videos kommen. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wie vielen Dank für so viele Abonnenten. Ich meine, die Zahl 1700, ich habe es schon bei 500 kaum begreifen können. Stellt euch das einfach mal in Personen vor euch vor, die euch zuhören beim Reden. Da wird einem teilweise auch ganz anders. Das kann ich auch erzählen. Das ist teilweise relativ lustig, wenn ich im Video, gerade jetzt bei Rome Part 1 oder so, wenn ich das aufnehme und ich erinnere mich dann dran, das Video hat wahrscheinlich 1.000, 2.000 Aufrufe später, da wird sogar dem YouTuber ab und zu mal nervös, obwohl man genau weiß, man kann jetzt eigentlich, wenn irgendwas schief laufen sollte, die Aufnahme neu machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, und man freut sich natürlich über jeden einzelnen Abonnenten. Und ja, das war es dann eigentlich soweit von mir. Ich werde dann eben morgen nochmal einen Roamport machen und Livestream dieses Wochenende vielleicht. Ich muss mal gucken, mein Internet ist momentan auch so ein bisschen am Arsch, weil die Telekom bei uns das Netz ausbaut. Und dann kann ich froh sein, wenn mein Internet eine halbe Stunde am Stück läuft und ich habe gerade nur irgendwie 800 Kilobits anstatt 1,6 MB zur Verfügung. Alles ganz komisch, aber ich guck mal, vielleicht lässt sich's einrichten, weil viele Leute haben mich angeschrieben. Und übrigens, ich habe ja noch das 1500 Abo-Special, ist das ja. Ihr könnt da übrigens in dem FAQ noch ein paar Fragen hinschreiben, weil es wahrscheinlich noch bis nächste Woche dauern wird, bis ich die restlichen Fragen beantworten werde. Dann kann ich die auch noch screenshotten, es sind noch ein paar mehr dabei. Naja, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt, sogar um einiges mehr, wie das, was ich eigentlich sagen wollte. Und deswegen würde ich sagen, bis morgen, ciao Leute.